Herzlich willkommen auf meinem Kanal Leimis Werkstatt. Ich bin der Peter und was werden wir heute ein wenig machen? Wir werden tratschen und klatschen. Ich habe mir wieder ein paar Zettel gemacht, damit ich nichts vergesse, hoffentlich. Ich sage recht schönen Dank natürlich an meine neuen Abonnenten, was in den letzten Wochen dazugekommen sind. Danke noch einmal, dass ihr mich abonniert habt. Und es freut mich, dass ihr meine Videos anschaut und dazu auch die Videos kommentieren, das hat mich recht gefallen. Vergesst auch die Glocke nicht aktivieren und dann wisst ihr mal, wann ein neues Video hochgeladen wird. Stickertausch, diesmal sind keine Sticker gekommen, außer von der Firma Lamella, wo ich die Lamella-Maschine gekauft habe, da waren ja Sticker dabei, die habe ich aufgeklebt. Blende euch eine Bilder ein. Einmal habe ich es aufgeklebt auf meine Stickerwand und einmal auf meine Eingangstür in die Handwerkstatt. Thema Lamella. Ich habe euch meine Lamella-Maschine und zwar die Lamella Classic X vorgestellt. Ein wenig, nicht viel. Und ein bisschen was gezeigt über das Lamellieren oder wie man lamelliert oder so wie ich es eigentlich gelernt habe. Ich sage mal danke bei den Videos. Ich sage danke beim Video, was ich da gemacht habe, und zwar über die netten vielen Kommentare. Hat mich sehr gefreut. Danke noch einmal. Natürlich, falls ihr Fragen habt, bitte schreibt es mir. E-Mail, ich blende euch meine E-Mail-Adresse unten ein. Das hat mich recht gefreut. Ebenso natürlich Stickertausch oder wer Sticker von mir haben will, kann es an die E-Mail-Adresse schreiben. In dem Monat habe ich bei meiner Obricht- und dicken Hobelmaschine die Lager tauschen lassen, weil die alten waren schon recht alt. Die alten Lager haben schon Spül, haben sie zwar glaube ich noch keins gehabt, aber sie sind recht warm geworden. Man hat zwar noch aufgreifen können, aber es war trotzdem schon sehr, sehr heiß und die Maschine hat ein wenig gesungen schon. Also so ein komisches Sing-Sang-Werk, sage ich jetzt einmal dazu. Und deswegen habe ich die Lager tauschen lassen bei der Hobelwellen und jetzt funktioniert sie wieder perfekt. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Die Lager habe ich nicht selber getauscht. A, habe ich kein Werkzeug dafür. B, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Es war wirklich eine Prozedur, die Maschine oder die Welle mit den Lager auszubauen. Ich war dabei. Und ja, und das kann nur einer machen, sage ich, der was sich damit auskennt. Die Maschine hat dann nachher wieder super eingestellt gehört. Also deswegen habe ich es ihm halt machen lassen von einem Fachmann, also von einem Mechaniker. Ein paar folgen ja mir auch auf Instagram, auch unter Leimis Werkstatt zu erreichen. Könnt ihr mich dort auch abonnieren. Jedenfalls auf Instagram und auf Facebook habe ich ihm halt schon ein paar Bilder gepostet. Ich habe mir da ein Furnier verleimt. Und zwar am Feiertag habe ich das gemacht. Das habe ich jetzt zwei Tage eingespannt lassen und das werden wir jetzt gemeinsam ausspannen und schauen, ob es funktioniert hat. Ich werde es jetzt noch mal ein bisschen zuschneiden gehen. Jetzt werden sich natürlich manche fragen, was das für ein Furnier ist. Und zwar ist das eine Makassa.
Ebenholz Makassa. Das Ebenholz ist ja rein schwarz oder relativ sehr schwarz, dunkel, ganz dunkelbraun bis schwarz. Und Makassa ist im Holz so gestreift. Von ihrer Stärke haben wir da so um die 0,5 0,6 mm. Was es wird, fragt euch auch wahrscheinlich, warum ich das gemacht habe. Und zwar wird das ein Teil von meinem Smartphone-Ladestation werden. Handy-Ladestation, Smartphone-Ladestation. So, ein Kaffee ist schon was Gutes. So, ich war ein bisschen wieder was einkaufen. Zeige ich gleich. Ab und zu muss man sich ja was gönnen. Und zwar einmal eine Zwingerl. Eine Ganzstahlzwingerl von der Firma Bessi. Habe ich schon eine. Dann habe ich mir noch gekauft einen Schleifbandreiniger. Ist nur original. Dann einen Phasenfräser von der Firma Festool und ein Abrundfräser-Set von der Firma Fisch. Habe ich mir gegönnt. Ich habe dann auch noch eine Nurtenfräser gekauft, nur haben sie den nicht lagern gehabt. Den werden wir dann noch zugeschickt. Alles ist selbst bezahlt, also keine Sponsoren. Bin schon gespannt, wie die nachher tun werden. Freue mich schon drauf. Dann habe ich mir auch noch eine neue Kamera gegönnt mit Weitwinkelobjektiv. Kann man einstellen. Ihr seht das glaube ich da. Schon die ganze Zeit. Sie läuft zwar jetzt nicht mit, weil ich erst schauen muss. Ich habe es auch schon ausprobiert. Die Bildqualität passt mir noch nicht, es hat so einen Gelbstich drinnen und ja, ich muss schauen, was da los ist. Also so ist sie recht klein und macht eine schöne, also von der Weitwinkeligkeit her macht sie super, aber wie gesagt, die Farbgebung passt mir noch nicht ganz. Ich möchte mich einmal recht herzlich bedanken an alle, die was meine Videos kommentieren, und die meisten davon möchte ich ein wenig belohnen. Ich möchte euch was zurückgeben. Ihr gebt mir was, ihr schaut meine Videos, ihr kommentiert, ihr lasst einen Daumen nach oben da und ich möchte euch ein bisschen was von mir zurückgeben. Ich habe mir lange überlegt, was ich euch schenken kann und bin dann auch auf eine Sache gekommen, die was eigentlich in keiner Holzwerkstatt, Bastlerwerkstatt füllen kann, darf. Und zwar ist das ein Schleifbackel. Ich nehme da jetzt mein Schleifbackel her. Ich bearbeite alle meine Kanten damit, mit einem Schleifpapier, brich die Kanten, schleife was aus oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich sehr hilfreich. Das Schleifbackel habe ich übrigens schon 30 Jahre. Also seit meiner Lehrzeit, also über 30 Jahre seit meiner Lehrzeit. Ja, ist aus Fichtenholz habe ich da hergenommen damals. Habe einen Filz aufgeklebt und das war's dann. Und sowas möchte ich euch auch schenken. Natürlich nicht in Fichten, sondern ich habe mir was anderes einfallen lassen. Ich blende euch dann da, oder ich blende euch ein Bild ein. Und zwar habe ich mal vier verschiedene Holzarten ausgesucht. Einmal Ahorn, heimische Nuss, Amaranth und eine geräucherte Eiche. Das habe ich mit meinem Logo versehen. Entschuldigung. Mit meinem Logo versehen und einen roten Filz aufgeklebt. Das möchte ich euch schenken. Natürlich in den Backel kommen dann auch noch eine Sticker rein. Das ist ganz klar. Und als Highlight für ein paar Leute davon
habe ich was gesponsert gekriegt, und zwar meine Mutter macht so kleine Einkaufssackerl aus Stoffresten, irgendwelche Stoffresten, und eins davon kommt mit rein. Ich sage danke an meine Mutter, dass sie mir das sponsert. So ist ein bisschen mehr drinnen im Paket dann nachher. Ich blende euch auch die Leute ein oder lasse es durchlaufen, die was kriegen von mir. Ihr habt eine Woche Zeit, mir zu schreiben. Ich blende euch meine E-Mail-Adresse ein. Bitte schickt mir da halt eure Postanschrift, dann kriegt ihr so ein Packerl zugeschickt. Wie gesagt, eine Woche, also ab heute bis zum kommenden Sonntag. Ja, also es kommt wirklich von Herzen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich großartig sagen soll. Ich sage auf alle Fälle danke und ich möchte euch das schenken. Mir ist leider keiner Irrtum passiert. Ich habe vergessen, den Schluss zu drehen und das muss ich jetzt so irgendwie hinkriegen. An die Leute, die was, das kleine Geschenk kriegen, kommt wirklich von Herzen und ich möchte mich recht, recht herzlich damit bedanken, dass ihr meine Videos anschaut, fleißig kommentiert. Danke noch einmal. Auch natürlich an alle anderen, die was meine Videos anschauen und fleißig kommentieren. Danke. So, jetzt ist aber wirklich Schluss und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Euer Peter von Leimes Werkstatt.